はい、皆さんこんにちは、レナです。今日はドイツの両親と一緒にまた動画を撮りたいと思います。今日はビールの動画です。タカが日本から札幌の黒ラベルを持ってきましたので、これがパパが今から飲んでみます。ビールと合わせたおつまみも持ってきました。ちょっとだけね、タカが自分が好きなおつまみを持ってきたよ。そう、日本のおつまみが両親に合うかどうか。 OK, also ihr kriegt ein Bier, ein Deutsch, ein Japanisches und dann hatte Taka eine ganze Menge so Snacks mitgebracht, die gut zu dir passen. Ihr könnt mal hier aussuchen und gucken, was interessant ausschaut. Davon, also, was ihr gerne probieren möchtet. Vegan. これはダメでした。 What's this?Karpas. Das sind so Salami-ähnliche. Fake Salami-ähnliche. Okay, das ist ja nein. Was ist das? Aha, das sind so Kekse mit Käse. Ja, die will ich probieren. Ich mag das und das und das. Fisch. Also, ich mach schon mal das Bier auf und schüttel es mal. Okay. Mama がこれとこれとこれが好きと言ってたから、どれかを開けましょう。Das hier sind so mit Wasabi-Geschmack. Oh ja. Ne, doch noch nicht. Ich schon. Für mich schon. Gibt's hier auch. Nein, ich will die. Okay, sehr schön. Und dann wäre hier noch interessant, zum Beispiel das hier. Das sind... Freie Ginkgos. Genau, Ginkgo. Ah. Und ein Bäumchen, die Samen. Oh ja, das muss ich probieren. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Achso, das ist so Bacon-Geschmack-Brezen. Dinger quasi. Das muss ich auch probieren. Und ich möchte, dass ihr das hier probiert. Okay. Das sieht aber... Entschuldige, das sieht wie Hundefutter aus. Also das sind Alpen. Ah. Aber die haben, die schmecken nach saurer Pflaume. Und deswegen ist oh mein Gott. Sehr gewöhnungsbedürftig. Bringen wir unseren Freunden mit. Machen wir ein Game draus. Was ist das? Batsugemo, otomodachi to isshu ni yarimasu tte itte ta yo. Hat alles reingepasst? Ja, ja, passt schon. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis der Schlauch sich ein bisschen setzt. Ja, und die sind aber jetzt irgendwie ummantelt. Nein, nein, die sind frittiert, glaube ich, mit Salz. Und die schmecken ein bisschen bitter. Genau. Schmeckt mir nicht. Nein. Bitter. Genau, die haben so ein bisschen so einen bitteren Nachgeschmack. Nee, das schmeckt mir gar nicht. Ah, Otto Bier. Mit Bier schmeckt es natürlich besser. Mm. Wobei bitter mit bitter. Mm. Also mehr ist es auch nicht. Also Bier schmeckt nicht. Es ist zu bitter. Mama to watashi wa onaji Bier no konomi ga aru no de, also, Nihon no Bier wa auto desu. Nigasu Bier ってことだね. Bitter und bitter geht gar nicht. なんで日本人はこの苦いに苦いのが好きなの？それ良くないでしょ、バランスで考えると。いや、美味しいんだけどね、日本人からしたら。パパミス好きよ。Das ist ja wie ein Jever, oder? Ja. 日本のビールはピルスナーのドイツビールみたいな感じ。Wenn ich in Japan leben würde, und es nichts anderes gibt, und Wein gibt es ja wahrscheinlich auch nicht. Ja, keinen guten. Dann würde ich wahrscheinlich... Nee, würdest du das echt trinken? Ab und zu mal an heißen Tagen, ja. Zur Not kann man ja einen Radler draus machen. Ah ja, genau, das ist auch ging, mal. Ja. これをラードラにすれば美味しいよ。ラードラはあのビールにレモネードを入れたやつ。Das sind die Käsecracker. Cheese auch ganz schön. Cheesy, sehr cheesy. Nein, nein, Fisch ist heute drin. Heute nein. Nicht kein Fisch, nur Käse. In Japan kann man sich nicht so immer sicher sein, dass da kein Fisch an irgendwas dran ist, weil an allem ist Fisch dran. Käsecracker mit Fischsoße. Genau. Schmeckt mir interessant. So Cracker-Sachen hatten wir schon mal. So salziges. Ja. Also die Cracker-Sachen finde ich nicht schlecht. Den Käse können wir weglassen. Ich finde es nicht schlecht. Aber ich mag ja keinen Käse mehr so sehr. Also, gleiche Meinung. Ohne Käse wären sie auch gut. Ja, definitiv. これは合格だけど、チーズなくてもいいよという。ドイツ人はおかきが好きということです。Was kostet eine Mini-Packung? Ein Euro? Vielleicht? Wenn mir nicht so ganz... Taka, gibst du mir mal das Bier? それドイツビール。ママはドイツビールの方が好きらしいですね。So you like German beer better than Japanese beer? Yes, yes. I don't like it because it's very bitter. A bitter? ママもこういう
何こういうビール好きじゃないというか、あの日本のビールだけじゃなくてダークビールしか飲まないから。うん、なるほど。そう、私と一緒。Aber heutzutage gibt es ja sehr viele kleine Kraft-Bierbrauereien. Kraft-Bier. Vielleicht gibt es ja auch in Japan. Ja. Mhm. Und dann werden die mit Sicherheit auch einen anderen Geschmack vielleicht mal dunkles. Mhm. Also wir haben eine Aufgabe für Taka. Mhm. Der muss ein dunkles japanisches Bier finden, das gut schmeckt. Also Papa, einmal tief einatmen. Boah. Das ist der Mutter. Fischig. Sülmeika, ne? Ich brauch das auch nicht. Mama likes it. Ich finde es nicht so schlimm, aber es ist so. Es ist zu kräftig. Schmeckt so ein bisschen süßig. Das ist ein bisschen spicy. Das ist nicht. So ist das amai, kann ich nicht. Mama nennt immer noch. Ich glaube, das schmeckt Max vielleicht. でも日本人以外でスルメイカ食べれる人ってなかなか珍しいよ。ベニー、おお、すげえ、ベキ、男性、男性とティンガ。ラッキーゾーン。Können wir heute Abend ein Schattenspiel machen? Ach, so, mach nicht, das sei. Japanisches Schattenspiel mit Squid. Das kann man gar nicht essen. Nan ni sonna katai no? Es ist zu hart. その硬いのがいいんだよ。その噛めば噛むほど味がこうじわじわ出て。Das ist besser vom Geschmack als das andere. Jetzt kommt's raus. でしょ？噛めば噛むほど美味しいでしょ？Anstatt kaum. Na gut, oder? Also wir haben ja in den Märkten frischen gegessen. Der hat mir sehr gut geschmeckt. Also Papa wollte die zwei hier noch probieren. Und was ist das hier? Krass auch. Brezen mit welchem Geschmack? Kann man nichts falsch machen. Nee. Eigentlich nicht. Von dem Brezelgeschmack bleibt natürlich nichts mehr übrig. Die Konsistenz ist quasi wie getrocknete Brezel. Genau. Brauche ich nicht. Genau, kann man zum Bier. Kann man gut zum Bier essen. Ja. Zum Bier nie auch. Nee. So, voll. Ja. Passt. Warum sind da Mandeln drauf? Das ist eine gute Frage. Ja, doch, da sind Mandeln drin. Eine Mandel ist drin. Eine. Das ist super. Ich probiere. Obwohl wahrscheinlich sind es zwei, weil außen sind auch zwei. Genau. Genau, wie auf dem Foto. Da. Ja, Mandeln ist gut. Mit Bacon-Geschmack. Nein, kein Bacon-Geschmack. Achso. Und was ist das? Das ist auch nochmal ein Squid. So hart. Ah, so hart. Ah, Sprite. Ich kann so ein Fisch. Ja, noch probieren. Ja. Ich glaube, das haben wir gerade gesehen. Ja, bitte schön. Ah, kleine Fischchen. Ah, super. Nichts und Nüsse und Mandeln. Nichts für mich. Okay, Papa nur Mandeln. So der Almond, ich schon habe nicht gemerkt. Ja, wobei die Mandeln schmecken nur nach Mandeln. Die Fische schmecken süßlich, aber genau. Ah, Wasabi ist auch gut, so. Wasabi, Kaki no Tane. Die schmecken. We have also this. Mhm. Schon? So ähnlich, ja. Schmeckt gut. Mhm. Schmeckt gut? Ja. Ja. Mhm. Finally. Ne, ja. Das ist was gewonnen. Schön scharf. Wacke, ja, wacke hasimeru to. Das ist gut. Das ist auch gut, wenn man den Käse weglässt. Das ist ohne Käse gut. Das ist nicht gut. Das ist schlecht. Schmeckt nicht unser Geschmack. Das ist auch schlecht. Das ist ohne Probieren schon schlecht. Also, dann die hier auch noch probieren. Ja. Also, diese Dry Squid Somen. Ika Somen. So dünn. Nochmal schön einatmen. Mmm, fishy. Wow. Nope. Nope. Also, ich finde die gehen. Ah, gut. Das ist immer ikamo. Aber Mama, ne, 3 Bon oder 4 Bon, 1 Kin, tabe naito. So, 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 so. Matomete tabe ると oishi. Also die kann man essen. Aha. Ja, kono, sono, ika no yatsu no naka de, kore ga ichiban oishi. Ika somen. Nande? Das schmeckt nicht so süßlich, weil es feiner ist, muss man nicht so lange rumkauen. Ja. Also dann machen wir jetzt noch die ganz widerlichen Dinge auch noch drauf. Cheese tara wa oishi yo. Was die Mutter zu den ganz widerlichen Dingen. Nande, 外国人 Cheese 好きでしょ? Deutsche. Also.
Es ist fischiger Käse. Fischiger Käse? Ja, schmeckt aber nicht nach, schmeckt aber nicht nach Fisch. Ich kann es verteilen. Fischiger Käse. Wenn ich Käse esse, will ich Käse. Und wenn ich Fisch essen will. Nicht das. Esse Fisch. Außerdem schmeckt es auch total süß irgendwie. Ja. Also wird es eigentlich eine Süßspeise. Schmeckt nicht so wirklich nach Käse oder so. Es ist irgendein Mischmasch, was undefinierbar ist. Pulvermilch gepresst. Ja. So, jetzt zum Höhepunkt. Als letztes hier. Kuki Wakame. Ah, super. Das riecht chemisch süß. Nee. Dalle, kannst du essen? Danke, Mama. Lena は食べれるもんね。でも私もキワカメ好きじゃないよ。乾いたやつが好き。Magst du das?Yeah, I like it very much. Yes. I like it. Yes. Okay. Are you the one guy from Japan who likes natto? Yeah, I like natto. It really goes well with beer. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Beer goes really well without this. Okay, 結論から言うと、was, also wir am besten haben gewonnen? Ja. 1位です。柿の種1番。Definitiv. ドイツでも売ったりするよ。似たようなわさび味のお菓子。これも美味しい。これもドイツにありそうなものです。で、一番日本のもので受け入れたのがこの2つです。チーズおかき。チーズおかきマイナスチーズと、まあどっちかのイカだったらこれ。イカそうめんね。でもそれはママがイカが好きだから。普通のドイツ人はイカが好きじゃないからこれもアウトだよ。あ、ウェブラフトストロッツにし。送らなくていいよ。あんこが送ってほしいね、多分ね。Also, wir schicken nur rote Bohnen aus. なかなか日本のおつまみ通用しなかったですね。残念です。まあでも10個中2、3個は通用したって感じだね。合格じゃないですか。ちょっと、だから darfst du alles essen.Was ist dein Lieblingsbier aus Japan? Gibt's ja. It's a very tough question. I like Sapporo. Ah, okay. And I also like the Asahi. It's also blonde. It's very light. It's also blonde one. He's an allergic. Yeah, everything in Japan. The Japanese beer is like that. Uh-huh. The brown and the bold. Bitter. Yeah, it's a bit bitter. ということで、いろいろ食べて、ドイツ人には大体受け入れないということ結論でした。多分ね、香りが強すぎるね。あのフィッシーな香り、魚臭いとか。日本人はそれが美味しい、ね。魚臭い。ということで、ここでこの動画を終わりにします。楽しかったならいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。チャオ。